Achtung, Abraham sollte jetzt eigentlich am 12. November in den Ring steigen. Stattdessen wird jetzt wahrscheinlich Dmitry Chudinov gegen Andrew Murray boxen. Abraham ist verletzt, ne? Das ist richtig. Ja, Arthur wird dieses Jahr nicht mehr boxen können, aber wird höchstwahrscheinlich im Februar nächstes Jahr wieder im Ring steigen. Ist das Ziel im nächsten Jahr, dass er seinen WM-Gürtel zurückbekommt? Das Ziel nächstes Jahr ist auf jeden Fall WM, Richtung WM zu marschieren. Ich glaube, wir können sehr gut sehen, dass Arthur im Februar Final Eliminator boxt. Eine Möglichkeit wäre Robin Krasniqi. Sondern gibt es auch andere Möglichkeiten, wo ich einen WM-Kampf für ihn nächstes Jahr sehe. Aber mal gucken, jetzt wenn wir mit den Verbänden sprechen, besonders mit den BBO. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wäre besonders für deutschen Fernsehen ein Kampf gegen Krasniqi lukrativ, weil beide schon in Deutschland bekannt sind? Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf auf deutscher Perspektive. Für uns zählt nur eins, das ist ein Weltmeisterschaftskampf. Und wenn wir gegen Robin Krasniqi boxen müssen, dann ist es gegen Robin Krasniqi. Ja, klar. Gibt es einen Favoriten aus seiner Sicht? Abraham gegen Krasniqi? Ja. Also ich glaube, für mich ist Robin Krasniqi ein sehr, 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 sehr guter Boxer. Für mich ist er aber ein Halbschwergewichtler. Wenn ich gucke, auf der Waage schon ist er... Ist er sehr, sehr, sieht er sehr aus, als ob er eine schwere Zeit hat, dieses Super-Mittelgewicht-Limit zu machen. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum er in Super-Mittelgewicht jetzt boxt. Ich finde, er hat einen sehr guten Kampf gemacht gegen Jürgen Bremer. Da hat er daraus lernen müssen und weitergehen im Halbschwergewicht. Ich verstehe nicht, warum er im Super-Mittel runtergegangen ist. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch ein sehr guter Mann. Für mich aber wird Arthur den Kampf für sich entscheiden können.